Hallo und herzlich willkommen bei den Zwergperten. Wir wollen euch heute den neuen EasyKit iSize von BeSafe vorstellen. Der EasyKit iSize ist nach der neuen iSize-Norm zugelassen, also nicht nach der bisherigen ECE R4404, die jetzt im Moment die aktuell gültige Norm ist, sondern die iSize-Norm ist die Norm, die jetzt im Moment gleichzeitig gilt und irgendwann die 4404 ablösen wird. Bei der iSize-Norm ist das Besondere, es wird nicht mehr nach Gewicht zugelassen, so wie es bisher war, 0 bis 13 Kilo, 9 bis 18 Kilo, sondern nach Größe. Und es gibt bei den ISOFIX-Sitzen immer noch ein Maximalgewicht. Und so ist es bei dem EasyKit iSize so, dass er von 61 cm bis 105 cm zugelassen ist, maximal 18 Kilo. Das liegt daran, dass die ISOFIX-Konnektoren eine maximale Belastungsgrenze haben und am Sitzgewicht orientiert sich dann immer, wie schwer das Kind sein darf, was darin sitzt. Also maximal 18 Kilo. Höchstens 105 cm. Der EasyKit iSize hat eine verbesserte Ruheposition. Das heißt, man kann ihn hier einfach mit einem Griff verstellen. Einmal mittlere Position und einmal Ruheposition. Das hängt immer noch ein bisschen davon ab, wie die Rückbank geneigt ist und wo die ISOFIX-Bügel im Auto verbaut sind. Oft wird dann da noch ein bisschen was von weggenommen, weil der Sitz ein bisschen steil ist. Aber man sieht, dass das hier immer noch ganz schön ist. Man kann ihn deswegen auch schon recht früh benutzen, wenn die Kinder in der Babyschale nicht mehr zufrieden sind. Ab 6 Monate empfehlen wir dieses Keilkissen dazu von BeSafe. Das wird einfach hier nochmal eingelegt und nimmt dann den Sitzwinkel so ein bisschen raus. So kommt der Popo der Kinder ein bisschen höher und die sitzen einfach besser drin. Also kommen ein bisschen mehr in eine Ruheposition. Wenn die Kinder so ungefähr sitzen können, dann kann man das ohne dieses Kissen verwenden. Das heißt, man muss dann nichts extra kaufen. Dann ist dieser Sitzverkleinerer hier drin. Das ist so ein extra Kissen, was einfach die Kinder noch ein bisschen erhöht und den Sitz noch ein bisschen schmäler macht, sodass die Kleinen noch ein bisschen besser da drin gepolstert sind. Am Schluss später habe ich dann hier die komplette Sitzfläche. Das ist immer alles zusammen verstellbar, einhändig mit den Gurten. Das heißt, ich habe hier die Gurte an der Kopfstütze sozusagen befestigt und kann das in vielen Stufen bis ganz oben ausfahren, dass das dann die komplette Sitzlänge ist, die ich am Schluss habe. Die Gurte, das ist ein 5-Punkt-Gurt, wie man das von BeSafe auch kennt. Mit dem typischen Gurtschloss wird hier zusammengesteckt und dann eingesteckt, für die Kinder nicht zu öffnen aus ihrer Position. Was bei BeSafe noch besonders ist, dieses Gurtschloss hält relativ gut oben. Das heißt, man muss das normalerweise nicht unter dem Po vom Kind umständlich rausfummeln. Und beim Rausnehmen des Kindes magnetisieren die Magnete sich hier meistens so an, sodass man das Kind immer sehr leicht rein- und rausnehmen kann. So, jetzt machen wir das mal wieder zu und dann kann ich mal den Einbau zeigen. Das Neue an der iSize-Norm ist nicht nur die Zulassung nach Größe, sondern es gibt auch neu überhaupt einen Seitenaufprall-Test. Den gab es bisher bei der Normzulassung gar nicht bei der 4404. Und es muss bis 15 Monate mindestens entgegen der Fahrtrichtung gefahren werden. Der EasyKit iSize ist ohnehin nur entgegen der Fahrtrichtung zugelassen und durch seine große Sitzfläche passt er da auch relativ lange. Außerdem werden die Sitze mit ISOFIX befestigt. Das heißt, für diesen Sitz braucht man unbedingt ISOFIX-Bügel im Auto. Und hier unten sind die Konnektoren. Als allererstes macht man also die Konnektoren raus. Im Auto muss man auch noch darauf achten, dass man, bevor man den Sitz jetzt im Auto so rumdreht, diesen Fuß ausklappt, weil sonst ist der Beifahrersitz im Weg. Das geht bei mir jetzt noch, während der schon hier steht. Im Auto macht man das einfach vorher, dann kann man den Sitz so reinstellen. Dann kommt das, was man von ISOFIX kennt. Es werden beide Konnektoren verbunden, man hört zweimal Klick. Und hier wird es grün, das seht ihr zu Hause dann, das ist jetzt hier schwierig zu zeigen. Man kann aber auf jeden Fall an den grünen Feldern überprüfen, ob alles richtig fest ist. Der zweite Schritt ist dann, hier diesen Überrollbügel rauszuratschen. Mit Hilfe dieser Ratsche kann man den sehr schön fester anliegen lassen. Und dann gibt es als dritten Schritt, denn ISOFIX hat immer drei Befestigungspunkte, die beiden vorne und in dem Fall noch den Stützfuß.
diesen Stützfuß. Der hat was Besonderes. Hier ist jetzt noch die Transportsicherung dran. Und die ist deswegen dran, weil wenn ich sie abmache, dann piept's. Somit soll sichergestellt werden, dass man eben nicht nur irgendwie so ein bisschen, sondern dass man wirklich den Fuß komplett und richtig aufstehen lässt. Jetzt habe ich hier vorne den Bügel schon ein bisschen zu fest gemacht. Und kann den Sitz nicht mehr ein bisschen anheben. So, das ist ganz gut, dass das jetzt passiert ist, weil dann weiß man im Auto auch, was das Problem ist. Jetzt habe ich den Bügel vorne noch mal ein bisschen gelöst, weil denn hier ist es jetzt so, dass der Abstand ein bisschen kürzer ist als das, was ich eigentlich bräuchte, damit der Fuß gut aufsteht. Das heißt, ich muss den Sitz ein ganz kleines bisschen anheben. Das geht nicht, wenn ich den Bügel schon ganz fest gemacht habe. Das heißt, Fuß steht auf und ich kann jetzt hier nochmal die Watsche richtig schön festmachen. Am Fuß sehe ich, dass es hier grün ist und es hört eben auf zu piepsen und damit ist der Sitz fest. Ich kann jetzt hier nochmal ein bisschen wackeln. Man sieht, das wackelt, aber man sieht auch, der ganze Sitz wackelt mit. Das liegt jetzt hier an dem Vorführsitz. Beim Wackeln immer darauf achten, das hier ist Styropor. Und die Kopfstütze ist auch natürlich ein bisschen empfindlich. Das heißt, nicht hier irgendwo wackeln, sondern entweder hier leicht wackeln oder gut ist immer einfach an der Basis zu wackeln, um zu gucken, ob alles fest ist. Jetzt zeige ich euch den EasyKit EyeSize mal noch in Benutzung mit unserer kleinen Puppe hier. Weil die jetzt noch relativ jung ist, mache ich mal die Ruheposition rein. Wie gesagt, es gibt die eine und es gibt noch die zweite. Dann setze ich das Kind hier rein. Da die Gurte außen sind, geht das ganz einfach. Jetzt sieht man, okay, viel zu hoch, natürlich. Das Ziel ist, die Gurte kommen auf Schulterhöhe raus. Das heißt, ich mache die Kopfstütze jetzt runter und gucke dabei, am besten einfach, indem man hier hinten mal hinfühlt, wo sind die Schultern. So, passt das jetzt hier ungefähr? Man darf sich da nicht beirren lassen von diesen Schonern. Dadurch sieht der Gurt ein bisschen höher aus, deswegen am besten einfach immer hinterfühlen und gucken. Dann wird das einfach zugemacht. Und ich fühle nochmal jetzt, wo das fest ist. Tendenziell kann man immer ein kleines Stück tiefer stellen, denn Kinder beim Autofahren, die machen sich am Anfang steif und dann mit der Zeit sinken die so ein bisschen zusammen, sodass sich bei uns so durchgesetzt hat, wenn wir nicht ganz sicher sind, so hoch zu tief, machen wir eher einen Ticken tiefer, weil die Kinder beim Fahren sich dann entspannen. So ist das Kind jetzt hier schön angeschnallt, hat den Kopf in der Kopfstütze, wie man sieht. Und wenn es jetzt wächst, ihr seht auf unserem Blog auch ein Foto von einem dreijährigen Kind, was einen Meter groß ist in diesem Sitz, dann hat es wirklich noch viel Platz nach oben und kann noch ganz ordentlich hier reinwachsen. So, nochmal zu zeigen. Die Kopfstütze geht hier runter. Beckengurte schön festziehen. Schultergurte anziehen. Nochmal ein bisschen nachstraffen. Und dann sieht man, hier ist nicht mehr viel Spiel. Man kann das hier nicht zusammenzwicken. Und so sitzt das Kind dann gut im Sitz. Wenn ihr noch Fragen habt zum EasyKit EyeSize oder zu anderen Produkten von uns oder irgendwas mit eurem Auto in Kombination mit Kindersitzen, dann schaut in unseren Online-Shop www.zwergpertenshop.de. Ihr findet vielleicht auch interessante Sachen im Blog unter www.zwergperten.de oder ihr schreibt uns eine E-Mail info@zwergperten.de oder ruft uns an. Die Telefonnummer findet ihr auf der Homepage. Bis dahin, tschüss!